Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW 184. Wir müssen uns schleichen. Da ist die Verkleidung. So. Jetzt müssen wir einfach nur warten. Dann kriegen wir was erzählt. Ich weiß halt nur nicht, ob das funktioniert mit unserem Begleiter draußen. Okay. Mal erzählen die da irgendwas? Ich hau mal ab, ich Kiste. Getarnt als gewöhnlich Kiste. Das ist ja cool. War mir nie so bewusst, dass man dann hier so als Kiste rumlaufen kann. Müssen wir noch die Tagebuchseiten erbeuten. Machen wir, kein Problem. Uff. Was mir letztens eingefallen ist, ich habe, nee, ich würde sagen, wir gehen erst in die Feste verkaufen. Ich habe letztens noch mal so ein paar Lieder gehört von, ach, wie hieß die jetzt? Corinna oder so? Kuria? Bin mir nicht sicher. Ich verlinke es mal in der Videobeschreibung. Doch. Videobeschreibung, die Seite von der. Fand ich ganz toll. Die hat ganz viele Lieder über WoW geschrieben. Könnt ihr euch ja mal anhören. Ich kann dann ja auch ein, zwei Mal hochladen. Wie gesagt, fand ich nämlich ganz interessant, was sie so gemacht hat. Die hatte auch ein paar Videos hochgeladen damals bei YouTube. Die hat immer Harfe gespielt. Vielleicht kennt der ein oder andere die noch. Er hatte mir eigentlich schon Tage irgendwann vorgenommen zu erzählen. Aber irgendwie geht das manchmal alles unter. So. Draußen kann man direkt eine abgeben. Kerne besorgen, okay. Und eine Bombe bauen. Vier Rollen müssen wir killen. Ich glaube, dafür müssen wir wieder der zweite Gang. Große. Okay, doch nicht. Dachte schon. So. Verkaufen hier. Wir brauchen ja Geld.
irgendwann fliegen können. Sieht gut aus. So. Können wir direkt Post verschicken. Dann können wir nämlich auch wieder ein bisschen Platz bekommen. Ach, da ist auch noch was. Abdruck. So. Schön. Fast schon wieder ein aufgeräumtes Inventar. Wir können aber mal hier in der Kaserne gucken, ob es da vielleicht auch einen Typen gibt, der Steine verkauft. Schauen wir ja Glück. Ich sag es nicht euch. Köchchen, Kochbedarf. Sieht er mau aus, wenn ich ehrlich bin. Aber hübsche Zimmer, ne? Hübsche Zimmer. Oder vielleicht in der großen Basis. Können wir mal gucken. Ich will nicht weit reiten rein, aber gucken wir einfach mal. Ich dachte mir sowas. Das sieht aus wie... Ach, wie heißt es denn? Winterland. Gibt es noch sowas? Der Nistgipfel. Gibt es noch so eine Basis, die ist genauso aufgebaut. Oh, erinnert alles an Sturmwind, ne? Ach, Sturmwind, alles an Eisenschmiede bei den Zwergen. Der Ringspiel auch noch eine Rolle. Mit zwei. Hat noch ganz viel mit dem zu tun. Also nämlich ein Cutter, ein Blip. Quasi hier in der Mitte. Im Mahlstrom. Ich glaube, die sollen der Erde quasi oder so. Wieso heißt das? Ah, okay, braucht man nur ein Teil dafür für den Magen. Gehen. Ja, Philipp ist der Schattenclan. Ach so, das sind die da hinten da.
Davon hatten wir eben zwei getötet, die mit dem Schild. Auch noch kriegen wir auch später eine Quest zu. Jetzt Magier. Ja, Geister. Überentwickelter Teufelmuskelmagen. So. Greift irgendwo da hinten rum. Ich glaub, war das ein Skorpion? Ne, war kein Skorpion. Die reiten hinten auf Skorpion, glaube ich. Ah, ist schon so lange her alles. Tiger. Fangt die Netter Schwingen an. Hier ist nämlich auch die Quest, die Startquest für die Netter Schwingen. Wenn wir 70 sind, können wir die annehmen gehen und dann schon einen Teil davon machen, aber dann brauchen wir irgendwann fliegen und irgendwann darf auch dann schnelles fliegen. Das heißt, das kostet eine Menge Geld. Eber. Ich weiß nicht, ob die mich angreifen. Ja, sie greifen mich an. Hier sind die Aldor. Wie schön die da sind. Ah, und da waren die Skorpione. Ich wusste, irgendwo waren Skorpione. So, und hier müsste auch irgendwo dieses Ding sein. Mit dem Muskelmagen. Wildtiere. Ich weiß nicht, ob das ist. Wird sie ja gleich zeigen. Ja, das war schon okay. Das war ja einfach. Wenn alle Quests nur immer so einfach wären. Dann können wir da mal vorbei stiefeln. Ich glaube, da war ein Lager, eine Basis von den Aldor. Wo es dann unter anderem auch noch Quest gab. Das sind die Blauschalten. Ich bin da gepult. Geister von Karabo, das kenne ich ja gar nicht. Oh. Die sind ein bisschen unheimlich. Wo kommen die denn her? Also, das kenne ich gar nicht. Die Geister von Karabor. Weiß nicht, wie man das was sagt, aber
Das kannte ich jetzt so gar nicht. Zacharias. Alter. Die Affenjungs. Ja, die Affenjungs war damals eine große Gilde. Ich glaube, eine der besten. Die haben viele First Kills gemacht. Die sind dann Affenjungs Inc. Vorräte. Wiener Würstchen. Oh, da haben wir keine Donuts. Die können wir aufstocken. Aber was die auch hier nicht haben, hier ist das T4 vom Krieger, vom Jäger. Vielleicht haben die hier einen Typen für Juwelen. Gemischt waren 999 und 100 haben sie auch hier. Schön. Nö, nicht das, was ich suche. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder als Let's Play WoW und auf Wiedersehen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Auf Wiedersehen.